Willkommen zurück zu Crypt of the NecroDancer. Ich bin Mr. Katafir, euer Let's Play in das Kaninchen und wir kämpfen uns verzweifelt. Oh Gott! Geil! Verzweifelt durch diese vierte Ebene, die und ziemlich mies ist. Denn die wirft uns so viel Mist entgegen. Ach, Spinne. Jetzt haben wir aber natürlich eine geile Waffe. Ach, verdammt. Vielleicht kriegen wir schon Schaden, das ist nicht schön. Du stehst in diese Richtung, dann gehen wir hier lang. Ist halt auch mies, dass der uns immer teleportiert, auch wenn wir ihn töten und aus der Distanz töten. Aber ich habe eine Waffe, die mir sehr, sehr gefällt, weil ich endlich diese Kack-Parierviecher... damit vernünftig wegbekomme. Ohne, dass sie mir irgendwie groß was können. Hier ist irgendwo Spaß, ganz, ganz viel. Stampft schon wieder einer. Nur gucken, wo er stampft, dass ich ihn nicht übersehe. Da. So. Da ist noch eine Rüstungs- oder Waffentruhe. Nein, möchte ich auf keinen Fall. Nichts ist besser als das, was ich habe. Außer es ist aus Blut. Oder aus einem anderen Material, was besser ist als das Standardvarianten-Vieh, was ich jetzt habe. Ein Schlüssel? Gibt's eine blaue Truhe? Ich meine, diese Ebene ist riesig. Das ist gut möglich, dass es hier irgendwo eine blaue Truhe gibt. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal das da kaputt machen. Das ist so schlecht zu bestimmen. Nein! Nein! Was sagst du denn hier? Lose item, gain health. Nein! Wieso das denn? Wieso verliere ich dieses Item? Ich habe alle Items verloren? Da stand lose item. Nicht item. Stand da lose items? Scheiße! Puh! Das will ich nicht, das verwirrt mich zu sehr. Das ist doch Kacke! Das wollte ich gar nicht. Nein, das ist noch das Musik alle und nein, viel zu viel Panik. Aber ich habe zum Glück den Boss besiegt. Ah, oh, diese tolle Waffe. Oh nee. Und jetzt kommt noch ein Armadillo. Natürlich. Natürlich! Meine Güte, komm mal klar hinter der Welt. Da, ich spiel mit denen. Ach, ist das ätzend. Das regt mich auf. Natürlich kannst du spontan aus da aus rasen. Kann nicht mehr reden. So, ich höre jetzt auf zu reden. Ich rede eh nur Bullshit. Kann also eh nur besser werden. Und ich habe auch den blauen Schlüssel verloren. Der hat echt alle Items weggenommen, ne? Alle Items. Was ist das denn für ein Unsinn? Wieso sollte man das denn machen? Ich meine, ja gut, ich habe Lebenspunkte dafür bekommen und so. Natürlich. Aber, holla die Waldfee, das war echt ein zu großer Verlust. Kann ich den vielleicht... Nö, kann ich noch nicht von der Seite aus angreifen, dass ich sage so, ey, guck mal, wenn ich jetzt hier...
Aber ich kann so machen. Was? Warum lag da plötzlich eine Bombe? Warum lag da eine Bombe? Das will ich jetzt... Ich will's wissen. Ich verstehe es. Gut, man sieht nicht, was da vorher war. Nicht so eine gute Waffe. Ich hätte sie eh verloren durch meine eigene Dummheit. Ach, ist das schade. Ach, das regt mich auf. Da reg ich mich über mich selbst auf, weil... Ja, dann kaufen wir uns halt diese dumme Glasschaufel, die ich eh nicht haben möchte. Vor allen Dingen, wie ist... Was passiert eigentlich, wenn ich die Glasschaufel verliere? Habe ich dann gar keine Schaufel? Hänge ich dann fest? Stellt euch mal, ich meine, gerade in diesem Bereich hier jetzt, wo ich auf jeden Fall graben muss... Ach so, was ist natürlich dumm. Was haben wir hier? Nichts. Ich will nichts davon. Weil es alles dumm ist. Im Vergleich zu dem, was jetzt für... ich hätte das Temporary Shield verwenden müssen. Ich kann... Hey, wieso konnte ich nicht angreifen? Ach, weil ich geschwingt war. Ach so. Ja. Ach, du schon wieder. Also langsam kriege ich den Dreh mit dem Angriff, mit dem Vieh raus. Na, das ist immer noch großes Fragezeichen. Enchant Weapon, natürlich. Genau die Sorte von Enchantment, die ich gerne sehe. Das ist natürlich auch sehr schön. Vermutlich war da so ein Vieh in der Seite. Natürlich. Ich bewege mich doch weg. Ich verstehe es nicht. Das manchmal nicht. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass wenn ich angegriffen werde, also wenn ich Schaden bekomme, wird meine Bewegungsaktion aufgehoben. Und das ist ja mal ätzend, weißt du, wenn du dann noch so einen Gegner hast, der instant angreift auf einen Takt hin. Dann hast du natürlich das Rechtproblem. So, wir nehmen auf jeden Fall dieses. Sehr schön. Und hier habe ich mich das letzte Mal tierisch verjagt. 2 Damage. Nee, ich nehme lieber, glaube ich, das mit einem Damage. Ich weiß nicht, das Blut macht, glaube ich, auch mehr als einen Schaden. Hoffe ich mal. Weiß ich nicht. Ich hab mich doch bewegt. Genau, bei dem Hut habe ich mich das letzte Mal auch tierisch verjagt, weil das instant ja... Ach du Schande. Nee, es macht nur einen Schaden. Aber ich hab halt dieses... Was so? Alter, zwischen 1000 Gegner zu teleportieren ist echt mies. Das macht man nicht, Spiel. Ach, das ist so eine Sache. Ich bin so ohnehin. Ich bin so zwiegespalten. Ich finde es fantastisch. Ich finde es richtig gut, dass das Spiel von Zone zu Zone schwieriger wird, indem immer neue Gegner kommen, man immer wieder neue Patterns lernen muss, dass die Patterns immer komplexer werden und auch eine Kombination aus Patterns entstehen dadurch. Aber ich finde es extrem mies, dass die Patterns teilweise so. Also, so extrem miese Kombinationen entstehen wie... Ach ja. Wie halt jetzt, dass ich zwischen Gegner teleportiert werde, die mich instant von allen Seiten aus angreifen können und alles so ein Kram. Das finde ich... Ach, weißte...
Das ist so eine echt so eine Sache. Da bin ich... Ich bin ein Freund von steigenden Schwierigkeitsgraden. Absolut. Aber ich bin... Ich finde es nicht... Ich bin kein Freund von Gängeln. Und für mich ist das, was hier passiert, Gängeln. Das ist dumm. Dieses... Ich packe so viele verschiedene Gegner, die alle ein extremes Pattern haben, aufeinander, sodass man eigentlich... Also ich habe ja gar kein Problem damit, wenn die Patterns schwierig werden. Habe ich absolut kein Problem damit. Aber ich habe ein großes Problem damit, wenn Pattern sich gegenseitig widersprechen. Und das kommt halt hier gerne dadurch zustande, dass so viele von den Gegnern da sind. Na, du kriegst das nicht kaputt, ne? Das war natürlich nicht so ganz schlau, weil wer weiß, was das für ein Vieh ist. Was haben wir da? Das auf jeden Fall. Plus 2 Damages. Das reicht nicht. Ich könnte den dort wegschieben. Dann reicht das. Kann ich mir nämlich dieses Schwert kaufen, dann nehme ich lieber das. Ich finde auf Distanz angreifen besser als links und rechts, habe ich in letzter Zeit das Gefühl. Weil viel mehr Gegner mich von vorne aus angreifen, beziehungsweise von... Oh, das sind, wieso liegt denn da Geld? Wieso liegt hier überall Geld? Und ich suche hier verzweifelt nach Geld und ich habe hier überall noch welches liegen. Und ja, die Zeit endet gleich, aber... Vielleicht schaffe ich es noch bis an diese Kiste. Uiuiui. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, noch schnell dahin zu gehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Findet ihr das gut, dass die Patterns, also dass ich da, dass das... Ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, gar nicht gut. Ich weiß nicht, man kann es nicht gut finden. Tja, meine Meinung stimmt. Zum Beispiel, das ist jetzt hier halt so eine Sache, das geht. Einfach dadurch, dass die Patterns sich nicht wirklich widersprechen, dass man halt aufpassen muss. Das will ja keiner. Aber wenn man halt zwischen Gegner teleportiert wird, die alle unterschiedliche Pattern haben. Ah, oh, das finde ich zum Beispiel auch ätzend. Nein, 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 nein! Geh! Meine Güte, da bin ich auch, komme ich auch gut mit klar, dass das alles explodiert ist. Wie sie immer verwirrt ist, wenn sie geschwenkt ist. Hä? Was? Was passiert? Die bringt immer eine Mumie zustande. Ah, fantastisch. Das war nicht fantastisch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie das kaputt kriege und jetzt gleich mal zum Händler gehe und gucke, was der hier Fantastisches rumzulegen hat. In dieser Kiste Automatic Shield ist fantastisch, Teleport und Hit ist der absolute Horror. Hallo, wer möchte denn sowas? Das ist ja noch verwirrender dann. Über allem schwebt mein großes Problem, der ich muss mich immer auf das Pattern, auf die Musik konzentrieren, weil ich andere Musik höre als, hä, wieso konnte ich den nicht, hä, warte, was? Ich bin verwirrt. Ich brauche mal irgendwie was verteilt. Was? Was war denn das gerade für ein Armadillo? Sind wir hier beim Schach oder was? Es wird immer schlimmer. Hör doch mal auf. Mann, ja. Ja, plus ein Schaden ist cool, aber kill der Sch... Meine Güte. So,
Wir kommen voran. Gut möchte ich dazu nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.